Hi, ich bin Claudia und ich zeige dir heute mal, wie man einen Adventskranz so richtig schön selber machen kann. Mit einem solchen Rohling, mit dem wir jetzt gleich starten. Für den Adventskranz brauchen wir das Grundgerüst, das ist dieser Strohkranz. Und dazu nehmen wir das Fließband, was wir dafür nutzen, dass der Strohkranz nicht mehr sichtbar ist, beziehungsweise auch, dass die Unterfläche, was nachher auf dem Tisch liegt oder auf dem Teller liegt, dass es einfach glatt ist. Ich habe euch das aber schon mal vorbereitet und so sieht es dann fertig aus. So, den Rohling, den haben wir jetzt ja fertig, aber jetzt dürfen wir uns noch vorher überlegen, was machen wir mit dem Kranz? Wollen wir den auf den Tisch legen oder wollen wir den vielleicht auch aufhängen? Wenn wir den aufhängen, dann müssen wir halt dran denken, dass wir den rundherum bestecken müssen. Beim Tischkranz reicht es, wenn wir die Oberkante nur bestecken. So, ich habe hier schon mal ein paar Materialien vorbereitet. Vorher erkläre ich noch, wie meine Technik ist, aber ihr könnt wählen, ob ihr eine Wickeltechnik macht, dass ihr mit Wickeldraht einmal immer umwickelt oder ob ihr eine Stecktechnik nehmt. Mein Favorit ist immer die Stecktechnik, weil ich ganz viele verschiedene Materialien halt jetzt habe, wie das Moos. Ich werde gleich einmal den ganzen Kranz einmal mit Moos benetzen. Dann gibt es aber ganz vieles gemischtes Grün, wie zum Beispiel Muschelzypresse, Taxus, Genevergrün. Die Disteln, dann habe ich hier die Stahlbeeren, Baby Blue und das schöne Populus. Und da ist es einfach viel, viel schöner, wenn ich die Stecktechnik anwende, weil ich viel besser kombinieren kann und ich da auch mein Material hinkriege, wo ich es hinhaben möchte. Wir fangen jetzt mit dem ersten Arbeitsschritt an. Und zwar benetze ich jetzt den kompletten Kranz einmal mit Moos. Ich zeige euch, wie das geht, wenn man das steckt. Und dann geht's weiter. So, ich nehme jetzt Patenthaften oder Efeunadeln, das entscheide ich immer beim Stecken, was am besten ist. Jetzt in diesem Bereich nehme ich aber erstmal Patenthaften. Die Grundbasis ist fertig. Das Moos ist über den Kranz gesetzt und jetzt fange ich an, die Kerzenteller zu verteilen. Das mache ich extra als erstes, damit ich, oh, da muss ich noch mal einmal festmachen, da hat sich's gelöst. Die Kerzenteller mache ich als erstes drauf, da werde ich mir dann auch überlegen, wie die Anordnung ist, obwohl ich sie ja schon weiß. Setze aber noch keine Kerzen drauf, weil ich dann erst mit dem anderen Material weiterarbeite. Das mache ich immer so, weil sonst kriegt man das andere schöne Material nicht so schön dazu justiert. Das ist noch ein bisschen schräg, da müssen wir noch mal einmal hin. So, fertig. Ich erkläre euch noch mal einmal ganz kurz, warum wir die Kerzenteller nehmen und nicht den Steckdraht. Früher hat man immer diesen Steckdraht genommen, den haben wir immer an einer Kerze schön heiß gemacht und dann haben wir das in die Kerze gesteckt. Aber das dürfen wir nicht mehr. Das gibt ein Brandschutzgesetz. So wird es dann reingesetzt. Nehme ich jetzt aber gleich wieder raus. Aber dann hat man den dreimal solche Drähte verteilt, so abgeschnitten und dann in den Kranz gesetzt. Das darf man aber nicht mehr, weil einfach die Brandgefahr zu hoch ist, wenn die Kerze abgebrannt ist. Und der ganze Wachs natürlich auch auf den Kranz draufläuft. Aus dem Grunde gibt es jetzt diese Kerzenteller. Und die sind schön stabil und fest. Und die kann ich auch ganz einfach und easy auf den Kranz fixieren und dann nachher die Kerze darauf setzen. Drei Aspekte nochmal zu diesem schönen Kerzenteller. Der ist so absolut nachhaltig, den könnt ihr Jahr für Jahr immer wieder nutzen. Das ist das richtig Gute daran. Denkt dran an euren richtig tollen Wohnzimmertisch oder Küchentisch. Wenn ihr diesen Kerzenteller darunter macht, dann geht kein Wachs drüber. Das ist das, ich glaube, für manche doch relativ wichtig. Und ganz am Ende, wenn ihr die einmal kauft, könnt ihr die ein paar Jahre nutzen und ihr spart sogar Geld. Unser Grundkranz ist fertig.
Aber jetzt geht's los. Jetzt kommen die vielen schönen Materialien und jetzt wird das ein richtig cooler Kranz. Wie ich eben schon mal gesagt habe, richtig gemischtes Grün, Muschelzypresse, Taxus, so. Dann finde ich zum Beispiel super cool diese Disteln in Grün, die wirken super schön dazu und trocknen mega gut ein. Stahlbeeren in Blau dazu. Etwas pieksig, aber mega, mega schön. Das ist Geneva mit den schönen Beeren da dran. Ja, und was natürlich jetzt zum Schluss noch, nicht fehlen darf, auch nicht ganz zum Schluss, kommen noch mehr. Der Renner dieses Jahr sowieso und letztes Jahr auch schon. Populus, Baby Blue. Nee, Populus habe ich hier, Baby Blue kommt jetzt. Hier sieht man mal, was es für dicke, fette Zweige geben kann, aber die werde ich jetzt reinarbeiten und dann wird das ein richtig cooler Kranz. Und das Efeu. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Arbeitsschritt, und zwar die Kerzenanbringung auf dem Kranz. Dazu vorab aber noch ein paar Informationen. Eine gute Qualitätskerze erkennt ihr daran, wenn der Hersteller unter der Kerze eine Brandschutzfolie eingesetzt hat. Die kann man nicht immer sofort erkennen. Das ist immer unter dem Aufkleber sitzt meistens so eine kleine Alufolie. Das macht jeder Kerzenhersteller, der wirklich Ahnung davon hat. Das heißt, jetzt bei unserem Adventskranz, durchstechen wir ja jetzt wieder die Folie, deswegen ist der Kerzenteller sehr wichtig. Wenn wir nämlich diese Technik gemacht hätten mit dem Draht, dann durchstechen wir ja auch die Folie und dann geht der heiße Wachs wieder in den Kranz rein. Deswegen muss dieser Kerzenteller da sein. Das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Ich habe mich für eine durchgefärbte Kerze entschieden, in diesem Fall eine rote. Durchgefärbt bedeutet, dass ihr immer die gleiche Farbe habt, wenn jetzt die Kerze angezündet wird, dass sie nicht nur von außen rot ist, sondern auch von innen, auch wenn sie richtig angezündet ist. Und das seht ihr sehr gut an dieser schwarzen Kerze. Die brennt jetzt schon ein bisschen und die zeigt, dass auch der Wachs richtig schwarz ist und nicht, dass der von innen weiß ist. Deswegen ist eine durchgefärbte Kerze immer schöner. So, jetzt bin ich dabei, dass ich das drauf mache. Die erste. Und die zweite. Manchmal doch ein bisschen fest. So, das geht.
wieder nochmal anders. So, jetzt kann ich nochmal schauen, ob ich die anbringe noch ein bisschen andere, aber ich finde es eigentlich jetzt ganz gut, dass es ein bisschen unregelmäßig ist. Und somit, finde ich, ist der Adventskranz sehr gelungen. Bitteschön. Bis hierhin ist der Kranz wirklich richtig schön. Der ist so ganz natürlich. Wir können ihm natürlich jetzt noch einen schönen Charakter geben mit Zapfen. Mit gekalkten Zapfen, mit braunen Zapfen, mit kleinen Glitzersternchen. Und dann zeige ich euch mal, wie das geht. Ich habe jetzt hier schon mal einen vorbereitet, einen Zapfen, den habe ich angedrahtet. Das zeige ich euch noch mal, wie das geht. Ihr nehmt euch einfach den Zapfen in die Hand, einen Steckdraht dazu, legt den einmal um den Zapfen rundherum und verkantet ihn richtig fest, damit man quasi den dann nicht mehr rauskriegt, den Zapfen aus dem Draht. Dann nehme ich jetzt meine Schere und stutze den etwas, kürze den quasi und dann gehe ich schräg in den Kranz herein und setze den an die Stelle, wo er einen guten Platz findet. Und das mache ich jetzt in der ganzen Zeit so weiter, weil Zapfen passen zu Naturkränzen immer mega gut. Du weißt noch nicht, wo ich hin will. So. Jetzt nehme ich aber jetzt schon kleine Zapfen dazu. Das sind die kleinen Bergzapfen. Die sind braun. Die kann man auch stecken. Die könnt ihr stecken. Die könnt ihr aber auch genauso gut, wenn jemand eine Klebepistole hat, einfach ein bisschen Kleber da dran geben und dann da hinsetzen, wo er einen guten Platz hat. Einfach so ein bisschen verteilen, nach Lust und Laune. Und gerade so kleine süße Zapfen geben dem Kranz immer eine ganz kleine, schöne. Einfach schön. So, jetzt nehme ich mir noch mal wieder die gekalkten. Da zeige ich jetzt euch auch mal kurz, wie man das auch kleben kann. Dann nehmt ihr einfach die Unterseite, so wie ihr den auf den Kranz setzen wollt. Einmal den Kleber da dran. Ein bisschen dicker, damit es auch wirklich richtig hält. Und dann setzen wir den dahin. Der ist gerade so schön rund geformt. Da fügt er sich im Kranz richtig gut an. So, jetzt gucke ich einmal rundherum. Ich habe hier noch so ein paar Zapfen liegen. Die verteile ich jetzt noch mit der Klebepistole. Und meine kleinen süßen Fußballzapfen sind auch immer sehr schön. Und der kleine süße Glitzercharakter kommt jetzt durch diese kleinen Glitzersternchen. Und der ist. Das ist ganz einfach eben geklebt. Und da seht ihr, dass mit einfachen kleinen Materialien ein Naturkranz minimal aufgewertet wird. Und das Ganze einfach nochmal einen ganz anderen Charakter bekommt. Fertig. Ich würde ihn jetzt nicht so auf den Tisch legen. Ich würde mir jetzt eine Holzplatte oder einen goldenen Teller dazu nehmen, dass ich das auf den Tisch stelle und dann den Kranz da drauf, weil es einfach für den Tisch viel, viel schöner ist und angenehmer ist. Ganz lieben Dank, dass ihr heute damit bei wart. Ich freue mich total und wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und schreibt in die Kommentare, was ihr von mir noch gerne sehen wollt, weil die nächsten Videos werden in den nächsten Tagen folgen. Ich freue mich drauf. Tschüss.